Merhaba, was geht ab? Und ich darf euch zu einer neuen Folge begrüßen von Wir essen ein Tag, eine Nation. Nachdem schon Türkisch dran war und das Jugo-Essen dran war, sind wir heute in der arabischen Küche. Ich freue mich sehr, ihr wisst, Berlin ist dafür bekannt, dass sie die arabische Küche auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf haben. Und ich habe auch sehr, sehr Hunger. Es ist arschkalt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ganz wichtig ein Abo da. Ja? Lasst uns versuchen, hier 333 Likes zu knacken. Wir gehen zum Frühstück, denn ich sterbe vor Hunger. Come on. Ey, es ist so kalt. Es ist so kalt. Okay, Freunde, wir sind wieder mal in Schöneberg. Und wir fahren heute durch ganz Berlin wieder, ja, also seid auf jeden Fall am Start. Wir sind vor einer Neueröffnung, Summer Low heißt es, glaube ich. Und hier gibt es das berühmte Manaish. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe es ein, zwei Mal gegessen. Da war es irgendwie nicht so mein Fall. Aber mal gucken, ob es mich heute überzeugen kann mit ein paar anderen Sorten, ja. Hier, ihr habt schon gesehen, Sucuk, Käse, Hackfleisch ist drauf. Dann die klassische Variante mit Thymian und Käse. Wir werden schauen, was das Ganze so kann. Come on. So, das mit Hackfleisch, ne? Ja. Das ist sozusagen arabische Pizza, ne? Manakish, ja. Sag mal arabische Pizza, ne? Arabische Pizza, ja. Wow. Okay, Freunde, wir haben hier das wunderschöne Manaish, ja? Also, wie die türkische Pizza, würde ich sagen, einfach mal auf die arabische Art. Ich bin sehr gespannt. Wir klappen das Ganze mal zusammen. Wir haben hier noch, guck mal, wir haben hier noch schöne Sachen bekommen. Die hauen wir, glaube ich, einfach mal da rein. Bam, bam, bam. Wir bauen uns mal so eine, Oliven. Mal gucken, wie die Oliven sind. Fest, aber sehr geschmackvoll. Es gibt ja so Leute, die Oliven gar nicht feiern. Oder sie feiern sie komplett. Ich bin ein Typ, der sie komplett feiert, Digga. Boah. Das Hackfleisch ist so saftig. Gar nicht wie bei so einer türkischen Pizza, ja? Also guck mal hier, das Fleisch. Es ist gefühlt nicht so durchgebraten. Weißt du, was ich meine? Der Teig auch super geil. Ja. Gar nicht mal so hart, wie er aussieht. Sehr, sehr soft. Und kross. Boah, das gefällt mir sehr krass. Sehr, sehr nice. Ich hatte meine Ich ein bisschen anders in Erinnerung. Bisschen dünner, aber hier ist es auf jeden Fall. Seht ihr, das sieht einfach aus wie eine Pizza so, ne? So eine Mini-Pizza. Boah, ein mit dem Gemüse hier drin, ne? Bestellt euch das mit, ja? Mhm. Wie mit Hackfleisch, sehr nice. Jetzt haben wir Thymian und Käse. Ist man es eigentlich so zugeklappt? Käse und Thymian. Das war auch die Sorte, die ich früher halt nicht gefeiert habe, wo ich es gegessen habe, vor ein paar Jahren. Mhm. Der Thymian gibt eine sehr, sehr salzige Note ab. Sehr salzige Note. Probier's mal so. Da fand ich den Hackfleisch viel besser für meinen Geschmack. Ja? Viel besser. Es schmeckt trotzdem sehr frisch, aber sehr salzig. Ja? Das ist wahrscheinlich das gleiche mit Sucuk drauf. Mal gucken, ob es das dann krasser macht. Sucuk zum Frühstück passt immer, Gibi. Wenn das ist zu spritz wird. Mhm. Ja, schmeckt mir sofort viel besser. Schmeckt mir viel besser und hier ist auch nicht der Thymian drin. Hier ist nicht der Thymian drin. Dieser Thymian macht es sehr salzig. Das war so eine Paste, wie er mir gezeigt hat. Hier seht ihr das Thymian. Ja, genau das. Das macht ihr darauf, ne? Mhm. Richtig. Was ist da jetzt genau drin noch? Das ist Gewürze. Ah, Gewürze, okay. Und Sesam. Aber so, Tomaten, Sucuk, Käse, kannst du ja nichts falsch machen. Oh mein Gott. Mhm. Wow. Sehr nice. Das ist sehr nice. Favorite auf diesem Teller ist auf jeden Fall das mit Hackfleisch. Gebt euch da nämlich noch mal ein bisschen mit. Boah.
Den werde ich safe öfter hier essen kommen. Der ist krass. Das ganze Frühstück von mir insgesamt bekommt eine sehr gute 8. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Manaish mir so schmeckt, weil ich es ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Wie gesagt, das Thymian war nicht so mein Geschmack, aber könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Aber das, was ich sehr empfehlen kann, ist das mit Hackfleisch. Piff! Ihr habt die Preise gesehen. Man wird satt. Ich bin satt geworden. Für 1,30 Euro, 1,50 Euro schwanken so die Preise. Super. So Freunde, ihr seht es, wir sind wieder am Kotti. Es ist so ein Müllwetter einfach. Es ist arschkalt und ich bin für euch unterwegs. Ich schwöre, schätzt das. Schätzt das. Meine Finger haben keine Finger mehr. So ein Ding ist es. So, wir gehen jetzt Mittagessen, würde ich sagen. Irgendwie hat der Kotti für mich am Tag nicht diesen Vibe. Weißt du, was ich meine? Am Tag ist es irgendwie low, Alter. Weiß nicht warum. In der Nacht wird es Kotti. Straße hier rein bei Kotti finde ich richtig schön. Die Häuser sind bunt, grün, pink, blau. Hat schon was, ja? Überall geiles Essen, ja. Du bist dafür bekannt. Dafür ist Kotti bekannt, Digga. Hier Hazer. Baba Spieß. Okay, Bratkus, wir sind hier vor dem berühmten Marouche, wo ich selber noch nie war. Gegenüber vom Hazer-Restaurant, ja? Also, mal gucken, wie hier die Shawarma schmeckt. Ja, die hat über 1000 Bewertungen auf Google und 4,5 Sterne. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Shawarma schon sehr oft gegessen, aber jetzt bei Marouche in Kreuzberg am Kotti. Freunde, die 3,50 Euro Shawarma von Marouche, der Name gefällt mir, der Laden drinne hat ein krass Ambiente, ja, ihr kommt rein, es ist, als ob es einfach dunkel ist und eine Kerze brennt mäßig, wisst ihr, was ich meine, so ist das Licht dort, also wir gehen rein. Boah. Boah. Dieses Knoblauch, das ballert dir so in die, also wirklich ein Punch gerade, ich habe gerade so einen Punch bekommen in die Fresse. Ich bin ja nicht der größte Knoblauch-Fan, aber die Knoblauchsoße ballert auf jeden Fall komplett rein. Boah, als ob du ein Knoblauchzieher beißt. Hier haben wir schön Pommes drin, schön eingelegte Gurken, Tomaten. Ich weiß, dass in ein Shawarma Knoblauch kommt, aber das ist too much. Also heute kann ich, glaube ich, nicht mehr mit Menschen reden. Boah, ist das, was ist das für eine Knoblauchsoße, Bruder? Die ballert aber gut nach vorne. Die ballert gut nach vorne, die Shawarma. Gefällt mir. Es ist so ein scheiß Wetter, Leute. Da sitze ich gerne im Regen und esse die Shawarma. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen scharf reinhauen. Habe ich vergessen zu sagen. Dann wäre es eine top Shawarma. Ich gönne mir jetzt die letzten Bisse hier direkt am Kotti. Es ist wirklich eine sehr, sehr starke Shawarma, ja. Ich gehe hier mit einer Bewertung von 8,7, ja. Sehr nice. Die Soße ist mir ein bisschen zu bam gewesen, ja. Sonst will ich ja immer bam, aber Knoblauch bei mir bam ist nicht so bam, Digga. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall Marouche sehr zu empfehlen hier am Kotti. Gib ihn, ey, ich hab voll Durst. Was ist so typisch arabisch, ja? Wenn ihr mir Nationalitäten reinschreibt, dann schreibt mir auch immer gleich bitte die Gerichte rein, ja? Also was ist arabisch, typisch arabisch zum Trinken? Weißt du was? Wir holen uns einfach ein Eistee. Okay, Bratkus, wir probieren jetzt Didi. Ich weiß, es ist nicht arabisch, soll glaube ich türkisch sein, aber Murat hat in die Kommentare geschrieben, probier mal Didi Zitrone, 10 von 10 meint er. Jetzt bin ich gespannt, ich bin nicht so der Zitrone-Fan, ich bin eher so Pfirsich. Schreibt mal rein, was ihr seid. Nee, Mann, ich fand Pfirsich besser. Kann es sich aber auch geben. Aber so eine 6 von 10, Digga. Pfirsich, Team Pfirsich. Hab ich schon gesagt, dass scheiß Wetter ist? Ja, ne? So 17 Mal im Video. Es ist scheiß Wetter. So, jetzt nochmal Pfirsich im Vergleich.
Bratkus, wir sind direkt hier am Winterfeldplatz, ja? Wir gehen jetzt zu Habibi. Ihr seht, es ist abends geworden, wir haben Hunger und let's go, Digga. Abendessen steht an. Habibi. Okay, was ist das genau jetzt? Was hat das? Das ist die Teig. Das Teig für die Falafel? Das Teig aus Fischererbsen, ja? Petersilie, Knoblauch und Gewürze und Zwiebel bestimmt. Ja. Shawarma war ich heute schon essen. Das war aus Hühnchenfleisch. Genau, ja. Das ist ja hauptsächlich aus Hähnchen, oder? Shawarma? Aus Hühnchenquelle. Hier die Sesamsoße. Hühnchenpaste, Petersilienalat, Fischerbsenmus, Linsen, Weinblätter. Süßes, wir haben süßes Baklava. Ja. Was ist das genau? Das Nudelteig mit Kerne drauf und Blätterteig mit Cashewkerne, Blätterteig mit Erdnuss. Okay, was ist so typisch arabisch? Das ist arabisch. Alles arabisch. Ja. Das ist verschiedene Nüsse mit Latte und die weiße, das war mit Grieß und Kokosnuss. Guckt euch die Falafel an. Ich bin euch ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie richtig Falafel gegessen. Vielleicht so einmal abgebissen von Kollegen und so, aber noch nie so richtig. Ich habe dem Ding nie vertraut. Vegan oder vegetarisch? Vegan, vegetarisch? Boah, überraschend. Schmeckt gar nicht mal so vegan. Gefühlt wie Fleisch. Ja, das ist so eine Konsistenz wie Fleisch. Und dieses Krosse, ja, guckt euch die Falafel an. Mmh. Boah, die Falafel sind krass. Mmh. Sehr crunchy. Hier auch schön Pepperonis, Macaronis drin. Mmh. Warte mal, jetzt guck mal, wie das. Ich hatte mal Angst vor Falafel zu essen, weil es halt kein Fleisch ist. Und ich dachte, wo wir auch immer Shawarma essen waren, dann war immer so die Option Falafel oder Shawarma. Und haben ein paar Kollegen immer Falafel genommen. Ich wusste nicht warum. Oder ist kein Fleisch, wie ist das? Aber mir fehlt hier Fleisch gar nicht. Es hat so einen Touch vom Fleisch irgendwie, wegen der Kruste. Safe. Sehr nice Ding, kann man sich auf jeden Fall geben und es ist gesund. Fällt mir sehr gut. Diese schöne grüne Farbe hier drin. Ich könnte mir das sogar einfach so als Snack vorstellen, ja? Einfach so Falafel essen. Mit ein bisschen Hummus. Hummus. Ja, Mann. Nächstes Mal bestelle ich mir mit Hummus, Digga. Hummus ballert. Wir haben heute gar keinen Hummus in der Folge. Vielleicht haben sich die ein oder anderen Berliner gedacht, Bruder, warum warst du nicht in der Sonnenallee, wenn es um arabisches Essen geht? Weil wir die Tage dorthin gehen mit einem Kollegen und da machen wir dann das Format, wie viel kriegen wir für 10 Euro in Neukölln, ja? Das Format haben wir schon am Kudamm gedreht. Ich weiß nicht, ob das Video schon draußen ist, aber es wird auf jeden Fall kommen. 10 Euro in dem Bezirk, in dem Bezirk, in dem Land. Wie viel kriege ich für 10 Euro in der Türkei, in Brasilien, sonst was? Das ist auf jeden Fall ein neues Format von mir. Und da bin ich sehr gespannt. Und da werden wir nämlich in der Sonnenallee größtenteils sein an dem Tag, ja? Also deshalb heute nicht Sonnenallee drin. So, Freunde, jetzt probieren wir eine Baklava. Baklava, ja, ich wollte es irgendwie arabisch aussprechen. Auf libanesische Art, ja. Auch noch nie gegessen, immer nur auf die türkische Art. Bin ich gespannt. So, wir gehen rein. Mal gucken, was sich da so unterscheidet. Mhm. Okay, ich glaube, ich weiß, was der Unterschied ist. Bei der Baklava fällt mir auf, dass sie nicht wie bei der türkischen, also die ich kenne, die Baklavas, die ich gegessen habe, nicht so weich ist, ja. Es ist schon eher so keksig, ja. Ihr seht hier eine dickere Schicht, ich weiß nicht genau, was das ist. Er schmeckt irgendwie nach Walnuss. Hier ist ein dickerer Boden. Seht ihr das? Das ist auf jeden Fall ein härterer Boden. Also es ist mal was anderes. Mhm. Er schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Für mich aber ist diese klassische Baklava, wie ich sie jetzt nenne, schmeckt mir auf jeden Fall besser als die härtere Version. Ich habe gesehen, der Laden ist sehr schön aufgebaut. Ich finde, ihr habt hier Feeling, ja. Die Theke ist sehr schön. Also nur empfehlenswert, wenn ihr hier Falafel essen wollt. Ich habe die Shawarma noch nicht probiert, aber vielleicht ein nächstes Mal. Wir bewerten jetzt die Falafel. Die Falafel kriegt von mir 8 stabile Punkte.
Punkte her. Dafür, dass ich sozusagen das erste Mal richtig gegessen habe, hat es mir sehr gut gefallen. Kann ich mir auf jeden Fall öfter vorstellen, wenn ich sage, ey yo, ich habe nicht mal heute so Bock auf Fleisch, weil ihr habt gesehen, heute war der Tag wieder full mit Fleisch. Wisst ihr, was ich meine? Wie in jedem Land, den wir bis jetzt hatten. Jugo, Türkei und heute waren die Araber dran. Hier oben ist es auf jeden Fall soft, unten ist es ein bisschen härter. Ist nicht so mein Fall, ja. Ist so mehr keksig unten. Gehen wir mit einer 6 von 10. Aber insgesamt finde ich, es war ein sehr erfolgreicher Tag. Ja, die arabische Küche ist sehr, sehr lecker. In den nächsten Teilen werde ich versuchen, auf jeden Fall ein bisschen mehr in die kulturellere Richtung zu gehen, anstatt die Standardgerichte, die wir alle kennen. Ja, also ich will ein bisschen was Neues kennenlernen. Vielleicht im nächsten Teil von den Arabern oder den Türken, dass wir dann ein bisschen so in die Hausmannsküche gehen, würde ich mal sagen, ja, in die traditionelleren Gerichte. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich einen Tag nur türkisch gegessen habe oder Jugo, dann könnt ihr jetzt hier raufklicken auf den Videos. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, dass wir einen Tag lang eine Nation essen. Lasst ein Like und ein Abo da. Habibi!